Hallihallo, willkommen zum 35. Part von Assassin's Creed 4 Black Flag, zum wahrscheinlich letzten Part dieser Session. Wir erkunden hier Kingston. Okay. Was passiert hier, wenn ihr mit mir rummacht, ihr Pisser? So, wir erkunden jetzt Kingston. Ich habe jetzt dieses Mal Parish Church. Ich habe hier mir Informationen zur Hauptstadt gesammelt. Und da kann ich schon ein bisschen was erzählen, auf jeden Fall auch ein paar Zusatzthemen, ne, wie ich es gerne mache. Und zwar kann ich ja damit direkt mal starten hier, also ne, im letzten Part, bla bla bla, haben wir Kit davon abgehalten, hier den Gouverneur und den Sklavenhalter-Prinz zu töten. Weil wir halt ja den Weisen haben wollen. Okay, hier durch das eingebrochene Fenster, das ist doch... Er tut dann doch weh, Mensch, wenn man sich da so auf die gebrochene Scheibe stürzt und dann geht auch kaputt und sonst was. Naja, aber ja, wir wurden leider entdeckt. Wir konnten Gouverneur Torres nicht ausnutzen, um uns den Weisen zu schnappen. Wir wollen ihn ja haben, den Weisen, um ans Observatorium ranzukommen. So, nicer Sprung hier. Und deswegen... werden wir hier weiter dann auf der Suche sein, hier in Kingston, in der Hauptstadt von Jamaika. Und zwar können wir halt direkt mal anfangen von der Geschichte von Kingston, natürlich ein bisschen mit der Geschichte von Jamaika. Denn Jamaika wurde auch schon damals von Christopher Columbus entdeckt, als er halt in Indien, ne, angekommen ist. Und kurz darauf wurde halt diese Insel auch von den Spaniern kolonisiert. Deswegen hieß die ehemalige Hauptstadt auch für eine lange Zeit Spanish Town, auch als bestimmte Dinge passiert sind. Ja, ich werde erstmal alle Aussichtstürme suchen, damit wir halt einen Überblick auf die gesamte Stadt haben. Dann müssen wir auch darüber laufen, was ich dann schon ein bisschen nervig finde. Aber hey, ne, ist dann halt eben so. Daraufhin quasi... war dann Jamaika eine spanische Kolonie für eine lange Zeit, für 146 Jahre. Die Spanier haben aber nicht so einen großen Nutzen aus Jamaika quasi gewonnen, sondern haben das eher nur so aus strategischen Gründen halt die Insel gehalten. Aber sie konnten die Insel halt, wie gesagt, nur für 146 Jahre halten. Nur bis dann halt die britische Invasion Jamaikas zustande kam. Ja. Ja, Streichen, ja, gute Kuh. Ja, du bist ein tolle Kuh. Du bist ein tolle Kuh, nur mal Streichen, ja. So, Ablenkung, ne? Und zwar dann im Jahr 1655 kam dann die British Invasion of Jamaica. Lagerhaus, ja, ein Lagerhaus werden wir uns auch gönnen. Und daraufhin ging dann die Kontrolle von Jamaika über... quasi an das britische Empire, und die Briten haben dann ein bisschen mehr Nutzen quasi aus Jamaika gemacht und aus deren Hauptstadt Spanish Town und halt auch der wichtigen Handelsstadt Port Royal und so. Port Royal ist auch wichtig, ist auch tief verbunden mit der Geschichte von Kingston. Ja, die Spanier haben dann die Kontrolle übernommen, haben hier, Jamaika hat eine zentrale Position, eine wichtige Position in halt der Karibik. Und zwar war dann Port Royal halt eine wichtige, quasi Piraterie und Handelsstadt, direkt neben halt, so mal ein bisschen sneaken. Direkt in der Nähe von halt Kingston. So, wir müssen halt auch mal die Glocke erreichen, bevor halt wir entdeckt werden. Apparently they dug up some old clay. He's fit for the dogs! Perfect.
Aua. Interloper, raise the alarm! In me sight! So, sorry, dass ich abgelenkt werde, aber ich muss mich mal konzentrieren, so hier. Also, ja. Die Sache ist halt, Port Royal war dann auch eine wichtige Handelsstadt. Ja, siehst du mich nicht. Ah, das ist der Schlüsselträger, nice. Ja, kannst du auch mal ein bisschen dich mal umdrehen und so, Freundchen. Weißt du was, mal das hier, so. Ja, ja, alles wird gut. Alles. So. Hier holen wir den Burschen aber auch von oben mal weg, der nervt mich nämlich. Shit! Alarm! Alarm! What the fuck? Alarm! Help me, damn it! Alter, wie wir den einfach aus dem Leben getreten haben. Heilige Makrele. Alter, das war geil. Aber ja, wie gesagt, Port Royal war halt für eine Piraterie, Handel war halt so gesehen die inoffizielle Hauptstadt Jamaikas. Weil die halt, wie gesagt, sehr wichtig war. Also so der wichtigste Handelsposten und so. Da waren auch halt die mächtigsten Händler dann da. Hier kriegen wir unsere Ressourcen, pipapo, bla bla bla. Sehr schön, drei Lagerhäuser geplündert. Ah, ja, da muss Edward direkt stöhnen. Aber das hat sich dann alles ja, schlagartig geändert mit einem großen Erdbeben im Jahre 1692, welches halt die Stadt fast komplett ja, vernichtet hat und auch die Hälfte der Bevölkerung getötet hat. Und das war dann quasi so der Anfang vom Ende von Port Royal. Die Stadt war danach immer noch quasi am Existieren. Dennoch war das dann quasi der Downfall dieser Stadt, weil dann halt ein Jahr danach, im Jahre 1693, und jetzt kommen wir dann dahin, wurde dann halt daraufhin von Flüchtlingen von Port Royal so gesehen, nach diesem riesigen Erdbeben, wurde dann die Stadt Kingston gegründet. Wirklich halt direkt in der Nähe halt von halt Port Royal. So gesehen, Port Royal hatte dann auch das große Problem, dass die Stadt durch das Erdbeben so quasi war auf so eher auf Sandfundament gebaut worden und halt ein großer Teil der Stadt ist dann halt durch das Erdbeben im Meer versunken und der Sand hat sich in Treibsand verwandelt und die ganze Stadt ist dann halt, die Hälfte der Stadt ist dann so gesehen versunken und dadurch kam dann halt ist dadurch dann halt Kingston entstanden. Im Moment 2010 als Fun Fact leben 648.000, also nicht im Moment, sondern im Jahr 2010 lebten 648.000 Menschen und genau, Fläche 480 Quadratkilometer, so Bonusfakten, Dichte brauche ich jetzt glaube ich nicht sagen, oder? Genau, und halt in Kingston und Port Royal, die halt in der Nähe liegen, haben auch wirklich ein paar Mal was erlebt und so, zum Beispiel wenn ich mal auf Port Royal gehe, auf den Eintrag, und zwar halt Port Royal, halt versucht sich dann halt zu erholen, aber dann kam Feuer 1710, danach mehrere Hurricanes und dann quasi der Todesstoß im Jahre 1907, wo die Stadt dann wieder durch ein Erdbeben also fast teilweise komplett zerstört wurde und heutzutage ist halt Port Royal nur noch ein Fischerort mit 2000 Einwohnern und spielt halt keine Rolle mehr. Witzigerweise hat Jamaika halt versucht, dass die versunkenen Teile von Port Royal zum UNESCO-Weltkulturerbe werden sollten. Das ist aber dann halt 2019 abgelehnt worden. Genau, ja, Kingston wurde dann halt wirklich aufgebaut, war dann auch durch halt, wie gesagt, die günstige Lage halt sehr ähnlich wie Port Royal. Bin ich halt wirklich die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen? Ich glaube schon. Meine Güte, ich bin richtig brain dead. Sehr abgelenkt durchs Lesen. genau. Kingston wurde dann halt zum wichtigsten Handelszentrum des Landes. Oder halt der Kolonie, weil Kingston, also Jamaika, ist ja nicht sofort unabhängig geworden.
sondern war halt eine britische Kolonie für lange Zeit. Spanish Town war so gesehen immer noch die offizielle Hauptstadt, aber alle, quasi jeder wusste, dass Kingston war also die inoffizielle Hauptstadt, genau wie Portugal davor. Und dann im Jahre, lass es mich schauen. Genau, die offizielle Verlegung zur Hauptstadt fand erst 1872 statt. Dadurch war dann Kingston erst offiziell zur Hauptstadt Jamaikas befördert worden. Weil es halt einfach, wie gesagt, die mächtigste und wichtigste Stadt Jamaikas war. Und so hat es sich quasi den, ja, den Titel Hauptstadt redlich verdient. So, jetzt wird hier wieder synchronisiert. Ja, deswegen, also das Erdbeben hat Portugal schon zerstört und dann hat ein Feuer Portugal so sehr zerstört, dass dann der wirtschaftliche Aufschwung Kingstons begonnen hat und der wirtschaftliche Abschwung Port Royals. Das war dann quasi so parallel zueinander. Genau, und bereits 1716 war Kingston die größte Stadt Jamaikas und hat der damaligen Hauptstadt Spanish Town mehrere Male den Rang abgelaufen. So, der nächste Aussichtspunkt ist dann hier oben. Ja, wir werden auf jeden Fall zwei Parts brauchen, um hier alles zu machen. Vielleicht noch neue Themen ausfinden müssen. Na, irgendwas werde ich schon finden. Run, Edward, run! Und lustigerweise ist auch Kingston genauso erfahren wie Port Royal, wurde auch mehrere Male teilweise zerstört. 1784 durch einen Hurricane, 1843 und 1862 von einem Feuer. Und 1843 wütete die Cholera-Epidemie in Kingston. Oh, hier ist noch ein weiteres Lagerhaus wieder in der Nähe. Nice. Aber erstmal wird synchronisiert, mit Amigos. Kommt ganz ehrlich hoch, Mensch, Edward, du Opfer. Ja, du schaffst das schon. Menschenskinners. Muss ich sie mir immer recht machen. Wo ist die Hakenklinge, wenn wir sie brauchen? Genau, das Erdbeben, was auf Portugal erwischt hat, hat auch natürlich Jamaika erwischt und das war ein verheerendes Erdbeben, was halt, ja, vernichtete 5% der Gebäude und hat bis zu 1600 Menschen getötet, also da ist einiges passiert. Warum ich die töte, weiß ich auch nicht, das muss ich eigentlich gar nicht. So, da drüben ist die Plantage. Ich werde aber einfach mal hier diesmal die Pistole einsetzen, um den zu erwischen. Kann ich ihn nicht von hier erwischen? Komm schon. Na komm, komm. Put, 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 put. Und weg damit. Ja, komm schon. Put, 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 put. Ja, das sind so Bonusfakten. Was? Alter, komm schon. Deine Mutter wurde gebumst von mir, Alter. Du hässlicher Wichser. Ohne Spaß, das regnet mich auch. Was ist das für eine kackverfickte Scheiße? Nur die fucking Range weg da. Du Pissneck, Mann. So. 1948 wurde die Universität of West Indies gegründet und in den 1960er Jahren, 1966, war Kingston der Gastgeber der British Empire and Commonwealth Games. Faszinierende Information, nicht wahr, meine Freunde? Meine Güte, okay, hier ist ein riesiger Oh mein Gott, war das die Bombe? Ey, das wäre ja richtig lustig, wenn die Bombe das gemacht hat. Fucking Leichenhaufen hier. Ah.
Erster Keyholder, sehr gut. Wie schön, wie ich mitten hier in dieser Menge ihn plündern konnte. Ja, komm, zack, sabotieren, ist ja gut, hier ist ja gut. Jetzt plündern wir das Lager aus, dann hat's die Kacke. So, direkt neben der Wache. So, sehr schön. Weitere Ressourcen für uns. Ja, zusätzlich könnte ich höchstens noch erzählen, wie. Wissen Sie, dass Bob Marley aus Jamaika kommt? So. Ah, da hinten kann ich noch hier. Das ist wahrscheinlich eine riesige Burg oder so. Aber gehen wir trotzdem mal rüber und synchronisieren das, bevor wir die Main Quest machen. Wir werden auch erstmal alles hier entdecken, bevor wir die Main Quest machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nochmal einen zweiten Part brauchen. Weil hier ist auf jeden Fall sehr viel zu erledigen. In Kingston, Jamaica. Oh, holly dolly, my friends, what are you doing? Das ist ein schöner Bach, wo wir durchwarten. Sperrgebiet, I don't fucking care. Wahrscheinlich die Plantage hier von einem guten Herrn Prinz. Ja, Alter, was sind das hier nicht die Glocken hier? Ich werde nur die Aussichtspunkte machen. Deswegen ist nicht Lawrence Prinz anwesend. Okay. Warum kann ich da nicht drüber klettern? Wie nervig. Okay, das heißt hier. Alter, ich hab doch B gedrückt, Mann. Ekelhaft. So, ja, komm, hoch. Gleich hier über die Bäume. Hier komme ich doch hin, oder? Doch. Mann, mit Absicht. Kann ich langsam deine Herz schließen? Lass mal die Herz schließen. So, dann porte ich mich eben. Ja, wie soll ich denn darüber? Was macht man da überhaupt? Ja. Porte ich mich erstmal dahin. Okay, darf ich nicht. Schauen wir nochmal, was gibt's denn hier noch zu. So. Dann können wir ein bisschen so allgemein Jamaikas Geschichte schauen. Okay. Der Name leitet sich vom arawakischen Xaimaka oder Chaimakas ab. Jamaika quasi, was so viel wie Quellenland oder Holz und Wasser dann bedeutet. Die ehemalige britische Kolonie ist für ihre vielseitige Kultur, die teilweise weltweiten Einflüsse ausübte. Reggae, Ska, Rum, Rastafari, auch für ihre sozialen und wirtschaftlichen Probleme, Armut, Homophobie bekannt. Ist ja nicht gut. So, Jamaika war ein bisschen unabhängig geworden, schon mal. Unruhen, Aufstände, 1820, Kronkolonie, souveräner Staat. Die Unabhängigkeit von Großbritannien wurde am 6. August 1962 erlangt. Am 18. September folgte die Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen. Jamaika ist seitdem freies Mitglied der Commonwealth of Nations. Der erste Premierminister war Alexander Bustamante von der Jamaika Labour Party. Okay, interessant. So. Ich hätte mal schauen müssen hier. Der Lagerhaus ist doch leer, oder? Kann ich mich hier hinporten? Nein, das ist anscheinend nur mit Schiff oder so. Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Aber irgendwie möchte ich auch mal darüber auf die andere Seite. Muss ich mal hier irgendwie den Kack markieren. Bin auch gespannt, was man überhaupt holen kann. Ja,
ich jetzt durch, ich sag, das kacke. Hold a moment. Ha! You won't take us that way! Das interessiert mich nicht, dass es hier ein Sperrgebiet ist, Mensch. You think you can escape us? Ja. Glaubst du, ich weiß das auch. Fahr ja mal mit der Jackdaw rüber und dann können wir da auch noch den Scheiß erledigen. Den Hafen überqueren, nach Port Royal reisen. Ach, da ist dann Port Royal. Na gut, dann habe ich auch schön über Port Royal mal die Geschichte erzählt. Lustig. Aber interessant, dass man mit dem Boot nicht zum Schiff kommt, sondern auf die andere Seite. Moment mal. Ein bisschen. Okay. Okay, interessant. Ja, da drüben ist Port Royal. Willkommen. Ja, klatsch, klatsch, klatsch. Normale Menschen schwimmen einfach drüber, weil es halt tausendmal schneller wäre. Aber meine Güte. Da hätten wir schon irgendein Thema dafür die nächste Folge ausdenken müssen. Wo ich dann auch ein bisschen länger drüber labern kann, weil so die meisten haben sogar noch mal ein bisschen mehr über andere Dinge gelabert, nicht über Kingston, aber über Kingston scheint es ja nicht so viel zu erzählen, zu geben. Weil diese anderen Informationen sind ja auch interessant für mich. So, Synchronisation, los. Deswegen, da seht ihr ja, Portra ist wirklich direkt in der Nähe hier. Ja, ich synchronisiere alles da. Die Ziegel, die sagen mir die Wahrheit, was hier alles in dem Gebiet steht. Ja, 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 ich kann alles gut erkennen. Da drüben scheint auch so eine Festung zu sein. So ein Fort. Oh Gott. Und keine beiden Beine gebrochen, ey. Ja, 6 von 9. Was gibt's denn noch? Da ist noch A1 und wo sind denn das andere dann? Ja. 6, 7, 8, wo ist das 9. dann? Ich bin. Ja. Komisch. Gut, wie kommen wir denn in diese Festung rein? Meine Güte, die ist auch streng bewacht hier. Ich will auf jeden Fall rein. Aua! Stop him! Cut him off! Der krasseste Pistolenkugel, den du umschmeißt und nicht tötet. Oh, lol, hat seinen Kollegen erwischt. So, wir müssen mal die Verteidigung durchbrechen. Den Typen mal ein bisschen auseinandernehmen hier. Ja, 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 ja. Sehr schön. Da ist der Aussichtsturm, da gehen wir auch hoch. Get him! He's dead inside! He's over there! Ach komm schon, der Wichser fickt doch. Hi Leute, wie geht's so? Ich bin richtig positiv angehaucht. Ich liebe das Leben und ja. Weißt du, es gibt jetzt einen Fick auf alles und rusht einfach hoch und dann hat sich das. No way. You can't get away, cops. Ja, auf dem Schiff ist was. Na gut, dann hole ich mir das natürlich. You there, Hope.
Ja, kann ich nicht. Dankeschön. War das denn so schwer? So. Aua. Was ist da? Ein Geheimnis, ein Manuskript haben wir uns jetzt mal geholt. Ja, kann ich mir das so anschauen. Wir machen ein bisschen länger, Weil wir ja echt ein bisschen was holen müssen. Epistola de Magnete. Die Epistola de Magnete ist ein früher Entwurf von etwas, was wir heute Perpetuum Mobile nennen würden. Ja, dankeschön. Das hat alles erklärt. Danke. Dankeschön. So. Können wir einfach straight hochklettern? Nein, können wir natürlich nicht. Dann gehen wir eben hier hoch auf das Dach, dann rüber auf das andere Dach und dann können wir hoffentlich mal den letzten Aussichtspunkt uns gönnen. Achso, da ist da drüben. Ach du Scheiße. Ja, das wird lustig. Nein, du Pisspisser, Mann, piss dich doch ein. Du hässlicher Dudelsohn, Mann. So, dann gehen wir hier hoch. Na, hier, ich will hier hoch. Kannst du dich bitte umdrehen? Was machst du denn da? Dankeschön. So. Meine Güte. Aussichtspunkt machen. Hier synchronisieren. Gott. Und dann werde ich die Aufnahme. Fucker, fuck. Fick, ficker, fuck, fuck. Jetzt ehrlich, alles hier einzusammeln wird eine Ewigkeit dauern. Aber wo ist denn bitte. Wo ist der letzte Aussichtspunkt? Ist er hier irgendwo? Bin ich jetzt in blind? Vergesse ich irgendwas auf der Karte? Weil ich sehe nur noch ein Aussichtspunkt-Symbol, wenn ich jetzt hier mal ehrlich sein darf, ne? Wenn ich auch ehrlich sein darf, ich werde hier diese Manuskripte hier einzeln einsammeln und so, alles was auf dieser Insel ist. Und dann sehen wir uns in Kingston zum nächsten Part. Bis dann und ciao.